Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Parteitag ist jetzt schon fortgeschritten. Ihr seid auch alle ein bisschen müde und dann kommt der Osterburg und macht mit euch so ein bisschen Paragraphenreiterei. Für die oder denen, das jetzt ein bisschen zu zäh ist und wo es dann mal ein bisschen anstrengend für diejenigen ist, dann bitte ich euch einfach daran zu denken, was sind 1000 Anwälte auf dem Meeresgrund? Ein guter Anfang und dann fällt es auch wieder etwas leichter. Wir haben in 6 Jahren, seit wir die Landessatzung der Linken haben, an dieser bislang relativ wenig gearbeitet. Wir haben an der einen oder anderen Stelle von politischen Aufgaben motiviert Satzungsänderungen eingebracht. Wir haben den Umstand, dass die Bundespartei die Bundessatzung jetzt in mehreren Bundesparteitagen deutlich verändert hat. Da gilt es, einiges nachzuvollziehen, damit wir zwischen Bundessatzung und Landessatzung dann auch gleichlautende Regelungen haben. Nichts wäre dusseliger, als man guckt in die Landessatzung, glaubt, etwas herausgefunden zu haben und dann kriegt man die Auskunft. In der Bundessatzung steht es aber ganz anders und die geht vor. Das heißt, ihr findet in den Unterlagen, in dem Sammelantrag einen ganz großen Teil, einen Pool Änderungen, Übernahme aus der Bundessatzung. Das sind alles Regelungen, über die können wir hier natürlich reden, streiten, verhandeln. Ich würde dafür werben, dass wir diese auch in diesem Pool gemeinsam miteinander beschließen, damit wir da die Übereinstimmung mit der Bundessatzung wiederherstellen. Es kann sein, dass es einfach vergossene Milch ist, da jetzt sich zu streiten und nachher festzustellen, dass das, was wir hier erstritten und beschlossen haben, gar nicht gilt, weil die Bundespartei, der Bundesparteitag hat es für uns anders geregelt. Einige originäre Veränderungen haben wir dann aber doch miteinander heute zu bereden. Und die wichtigste Veränderung, die wir heute miteinander erreichen sollten, wenn nicht sogar müssen, ist die Frage zu § 34 Landessatzung. Wie stellen wir gemeinsam in diesem Landesverband Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber auf? Wir haben die Erfahrung machen müssen im vergangenen Herbst, dass die Regelungen, die in unserer Landessatzung sind, zumindest zum Streit einladen. Und Schiedskommissionsverfahren möglicherweise die Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern verzögern könnte. Damals haben wir dafür eine pragmatische Lösung gefunden und gleichzeitig war uns klar, dass wir hier Klarheit in unserer Satzung schaffen sollten. Wir haben dann zu Beginn dieses Jahres angefangen, die Veränderungsvorschläge, die euch heute als Anträge B1 und B2 vorliegen, zu diskutieren. Wir haben das mit den Kreisvorsitzenden getan, wir haben das mit dem Landesvorstand und dem Landesausschuss getan, wir haben das mehrfach miteinander getan. Und letztlich sind wir an einen Punkt gekommen, der es uns zumindest in der Debatte, die sehr vielfältig war und genauso beide Pole beinhaltet hat, wie die Anträge sie jetzt zum Ausdruck bringen, uns dann entschieden, dass wir hier keinen Antrag des Landesvorstandes vorlegen, weil auch dort die Meinungen eben verschieden waren, genauso wie im Landesausschuss und unter den Kreisvorsitzenden, sondern es gibt jetzt hier 2 alternative Vorschläge, die beinhalten entweder, wir schreiben uns gemeinsam verbindlich in die Satzung, wir machen nur noch Mitgliederversammlungen, Gesamtmitgliederversammlungen zur Aufstellung von Wahlbewerberinnen, oder die Alternative im B2 ist, wenn Kreissatzungen es anders vorsehen, kann es auch Delegiertenversammlungen geben. Was besser ist und was schlechter ist, haben wir wirklich ausführlich diskutiert, wir haben demokratietheoretische Exkurse getätigt, wann, wo, wie Abstimmungsgewichte zum Tragen kommen, wann ein Stimmgewicht jedes einzelnen Mitglieds am besten zur Geltung kommt. Das haben wir alles miteinander schon ausführlich getan. Ich würde mir wünschen, dass heute hier gegebenenfalls die Argumente noch mal knackig auf den Punkt gebracht werden, wir dann aber gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Es gibt für beide Anträge jeweils verschiedene Einreicherinnen und Einreicher. Wir haben als Landesvorstand der Antragskommission einen Verfahrensvorschlag gemacht, dem die Antragskommission folgen kann, nach den Vorgesprächen wahrscheinlich auch folgen wird, den ich euch hier auch noch mal kurz erläutern möchte, damit ihr nachher auch noch gut versteht, was da passiert. Weil die beiden Anträge nebeneinander stehen und keiner weitergehend ist als der andere, können wir sie nicht nacheinander abstimmen. Wenn wir sie aber alternativ abstimmen, dann besteht zumindest die Gefahr, weil wir eine satzungsändernde Mehrheit brauchen, dass keiner der beiden Anträge die satzungsändernde Mehrheit erreicht. Das wäre die schlechteste aller denkbaren Lösungen, weil wir dann mit der etwas schwierigen Satzungsregelung, die wir jetzt haben, dastehen würden. Wir möchten deshalb Folgendes vorschlagen. Lasst uns diskutieren, lasst uns dann eine Entscheidung als Parteitag treffen, was wir zur Grundlage der satzungsändernden Abstimmung machen. Das heißt, es reicht, die einfache Mehrheit zu entscheiden, was in einer zweiten Abstimmung
die Satzungsänderung werden soll. Ich gehe davon aus, nach dem, was ich in den Beratungen jetzt, in den Diskussionen mitgekriegt habe, dass bei vielen das Bedürfnis besteht, diese Frage zu entscheiden, dass aber daran diese Änderung in der Satzung nicht scheitern soll, sondern dass sich einige auch wohl vorstellen können, egal wie die erste Abstimmung ausgeht, dafür Sorge zu tragen, dass es dann eine satzungsändernde Mehrheit gibt. Das würde mich ausdrücklich freuen, wenn das hier heute auch zum Tragen kommen würde. Diese Entscheidung sollten wir gemeinsam hier heute noch erreichen. Wir brauchen dazu, das hat Sebastian schon gesagt, das satzungsändernde Quorum. Ich rufe das hier einfach nochmal in Zahlen in Erinnerung, damit ihr das wisst, weil jetzt hier die Reihen auch schon etwas leerer geworden sind. Die Satzung schreibt vor, dass die satzungsändernde Mehrheit dann erreicht ist, wenn 2/3 der Abstimmenden mit Ja gestimmt haben, diese Zahl aber mindestens der Hälfte der gewählten Delegierten, der gewählten Abstimmungsberechtigten entspricht. Wir haben 132 Delegierte für diesen Parteitag gewählt, hat uns die Mandatsprüfungskommission vorhin berichtet. Das heißt, wir brauchen in jeder Abstimmung zur Satzungsänderung mindestens 67 Ja-Stimmen. Und das muss dann jeweils auch noch 2/3 in der aktuellen, dann aufgerufenen Abstimmung sein. Wir haben dann in dem Sammelantrag noch weitere Änderungen, die auch Teil der entsprechenden Vorbereitungsdiskussionen waren. Das habt ihr hoffentlich alles nachlesen können. Wir wollen eine Regelung, die uns die Bundessatzung aufgibt, zur Bildung, Abgrenzung und Auflösung und Zusammenlegung von Kreisverbänden hier treffen. Wir wollen überflüssig gewordene Sachen aus der Landessatzung 2007 jetzt rausstreichen, wo wir damals nicht wussten, ob wir sie brauchen würden. Wir haben mittlerweile eine Wahlordnung auf der Bundesebene und eine Finanzrevisionskommissionsordnung auf der Bundesebene, sodass wir keine Landesregelungen brauchen, die aber noch vorgesehen sind. Das sollten wir streichen. Wir wollen eine Änderung bei der Einladung zu Landesparteitagen machen. Jeder Delegierte, jede Delegierte bekommt natürlich eine persönliche Einladung mit den Abstimmungsunterlagen. In der Satzung steht im Moment aber noch drin, dass noch davor jeder Delegierte informiert werden muss, dass der Landesparteitag stattfinden wird, dass er einberufen ist. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass Delegierte es wahrnehmen, wenn wir im Newsletter auf der Internetseite mit der Sofortinformation aus der Landesvorstandssitzung auf der Webseite ankündigen, dass Parteitage stattfinden. Das könnte zukünftig ausreichend sein, denken wir, und haben dazu bislang auch noch keine Kritik gehört. Das müsste dann gegebenenfalls hier vorgetragen werden. Wir wollen dem Landesparteitag Arbeit ersparen. Ihr habt mit den Unterlagen noch einen Beschlussvorschlag erhalten zur Zusammensetzung des Landesausschusses, wie viele Delegiertenmandate dort jeweils auf die Kreisverbände entfallen sollen. Das haben wir jetzt das vierte Mal in diesem Landesparteitag und wir haben immer dasselbe Verfahren angewendet, das wir sonst in der Satzung auch anwenden. Wir haben 2007 noch nicht gewusst, ob wir das so durchgängig machen wollen und haben es deshalb dem Landesparteitag als Hoheit vorbehalten. Es hat sich herausgestellt, dass sich dieses Verfahren bewährt hat. Lasst es uns in die Satzung schreiben, dann bedarf es nicht jedes Mal eines Landesparteitagsbeschlusses, sondern wir errechnen dieses Verfahren und teilen den Kreisverbänden die entsprechenden Zahlen mit. Schlussendlich gibt es in der Landessatzung noch eine vorgesehene Zahl von Mitgliedern mit beratender Stimme beim Landesausschuss. Die sind auch in den vergangenen 6 Jahren an keiner Stelle berufen worden. Es ist an keiner Stelle Bedarf artikuliert worden, diese zu berufen. Gäste haben im Landesausschuss jederzeit Rederecht erhalten. Wir haben die Unterlagen selbstverständlich zur Verfügung gestellt, wo sie gefragt worden sind. Wir sollten unsere Satzung von Regelungen, die wir nicht in Anspruch nehmen, aus meiner Sicht entschlacken. Lasst uns bitte heute hier auf den Punkt diskutieren, lasst uns klare Entscheidungen treffen und uns gemeinsam jetzt auch noch zu dieser Stunde die Satzungsänderung heute in Angriff nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank.